Speakerin ist eine Plattform für Expertinnen, die gerne über ihre Themen sprechen wollen, beispielsweise auf Konferenzen oder in Medien. Wir wollen mit Speakerinnen das Problem lösen, dass es zu wenig Frauen auf Bühnen gibt. Also beispielsweise auf Konferenzen, wo selbst in Branchen, wo viele Frauen arbeiten, fast nur Männer auf der Bühne stehen und Vorträge halten. Wir zeigen die Frauen, die zu bestimmten Themen was zu sagen haben. Inzwischen sind wir über 1600 Frauen, die zu ungefähr 5000 Themen Expertinnen sind. Und wir wollen gerne, dass diese Frauen eine Sichtbarkeit bekommen und ihre Position darstellen können. Wir wollen innerhalb vom Prototype Fund Speakerinnen besser international nutzbar machen. Es stehen schon andere Sprachvarianten in den Startlöchern. Also wir haben eine Übersetzung ins Französische und eine Übersetzung ins Portugiesische. Und die wollen wir gerne online bringen. Und dafür brauchen wir sozusagen diese Schritte. Unsere persönliche Motivation war, erstmal programmieren zu lernen. Also das heißt, dieses Projekt ist entstanden im Rahmen einer Lerngruppe der Rails Girls Berlin und wir haben ein neues Lernprojekt gesucht, woran wir programmieren lernen können. Diese Listen gab es schon vorher als Google Doc oder irgendwie anders von verschiedenen Vereinen und Netzwerken, aber es gab bislang noch keine Liste, wo die Frauen sich selber, also ihre Profile selber verwalten konnten und einen Ort, wo Eventorganisatoren hingehen konnten, um diese Frauen zu suchen. Und natürlich, also so politisch gesehen, war unser Hintergrund, dass wir gesagt haben, es kann doch wohl nicht sein, dass da draußen so viele kluge Frauen sind, die zu ganz vielen Themen was zu sagen haben, aber dass immer nur Männer auf der Bühne stehen. Und das war ein Grund, warum wir dachten, wir wollen diese Frauen sichtbar machen. Ich rede eher weniger und ich programmiere, glaube ich, eher mehr, da ich das jetzt mittlerweile auch als Programmiererin arbeite. Genau, und Maren ist die zuständig für Public Relations. Ich will aber natürlich auch super viel programmieren, was ich jetzt in dem Kontext vom Prototype Fund auch sehr viel mehr machen kann. Wir programmieren auch gerne zusammen. Man stellt sich ja immer vor, Programmieren ist so ein einsamer Job vor dem Computer zwischen Pizzaschachteln oder so. Tatsächlich ist es aber ein sehr kommunikativer Job. Ja, also es ist total wichtig, zusammen zu reden, also wirklich zusammen vor einem Rechner zu sitzen und es, Das ja. Problem zu erklären reicht meistens schon, dass man dann weiß, ah, das war das Problem. Wir hätten wahrscheinlich die Übersetzungen, die schon da sind, von ganz motivierten Menschen, erst in 2 Jahren oder so implementieren können, oder ein großes Chaos, ein großes Sprachchaos verursacht. Es hätte alles einfach viel länger gedauert, vermutlich. The future is diverse. Also das heißt, unsere Vision ist eigentlich, dass diese unterschiedlichen Stimmen von unterschiedlichen Menschen einfach auch sichtbar sind. Ja, also nicht nur in Konferenzen, wobei natürlich auch viele Zukunftsthemen behandelt werden, sondern eben auch in Medien. Immer dann, wenn Stimmen gefragt sind zu bestimmten Themen, bestimmte Experten und Expertinnen gefragt sind, dass da auch diverse Standpunkte gezeigt werden.